befinden uns heute bei unserem GF Technikforum, eine Veranstaltung von Anwender für Anwender, wo der Austausch im Mittelpunkt steht. Ich bin der Herr Gwinner von der Firma Holfelder Güring. Wir bauen Werkzeuge für die Automobilindustrie und ich bin dort tätig seit 25 Jahren als Drahterodierer. Erhoffen tun wir uns eigentlich wieder einen regen Austausch untereinander, weil wir immer mit Anwendern zusammenkommen. Ich bin das erste Mal hier in Schorndorf beim Technikforum bei der Firma GF. Ich bin gespannt auf die Themen, vor allem auch auf morgen, was da noch an Module kommt, in Neuerungen in der Software, die wir täglich einsetzen, die einfach mal kennenzulernen und zu wissen, was das für uns an Nutzen bringen kann. Die Tagesveranstaltung besteht im Wesentlichen aus verschiedenen Themenblöcken, wo der Anwender die Möglichkeit hat, von einem Themenblock auch von der Technologie in die anderen zu wechseln und so einen gesamtheitlichen Überblick zu bekommen. Wichtig ist hier natürlich auch der Austausch der Anwender untereinander. Wir wollten ein bisschen mehr über die Parametrisierung und Automatisierung erfahren und haben bisher schon einiges Neues kennengelernt. Besondere Highlight heute war für mich, wie man bei Uniqua programmiert, dass es komplett kompakt ist. Hätte ich nicht erwartet und ja, bin begeistert davon. Ist natürlich bei uns schon so, dass wir ein hohes Know-how haben, weil wir viele Fragen übers Jahr bekommen und daraus haben wir ein großes Potenzial, auch Antworten. Ich muss sagen, also mich hat es sehr gefreut, viele bekannte Gesichter auch denen was Neues zu zeigen und vorzustellen. Bei der Abendveranstaltung gehen wir den lockeren Teil über. Hier haben wir einen Austausch, ein Fachsimpeln, untermalt mit Backgroundmusik von einer Livesängerin, aber auch noch von verschiedenen kleinen anderen Events. Ich konnte schön sehen, jeder Anwendungstechniker, der hier seinen Vortrag gehalten hat, hat das mit Bedacht und mit vollem Bewusstsein getan. Und sobald hier allerdings wirklich eine technische Frage gekommen ist, da ist jeder Anwendungstechniker hier aufgegangen und konnte sofort mit voller Begeisterung, mit einem Glänzen in den Augen die Fragen beantworten und konnte technisch reden.